Fußballfreunde. Auf geht's in die dritte Runde des heutigen Talks in der 09 Chronik. Wir begeben uns wieder auf eine kleine Zeitreise in die 60er und 70er Jahre unserer glorreichen Vereinsgeschichte. Hier sitzen drei Protagonisten, die die Geschichte der SG Wattenscheid 09 maßgeblich mitgeschrieben haben auf sportlicher Ebene. Zu meiner Rechten begrüße ich Reinhold Kessi-Klee, der Mitglied der 74er Aufstiegsmannschaft war, der in gewisser Hinsicht auch am Bundesliga-Aufstieg 1990 mitbeteiligt war. Darüber reden wir gleich in aller Ausführlichkeit. In der Mitte sitzt mit Bernd Grewe, ein alter Abwehrrecke, der auch in der Meistermannschaft 74, Bestmeistermannschaft 74 aktiv war. Und wir wollen beginnen mit dem Mann, der heute die weiteste Anreise hatte, denn er ist mittlerweile sesshaft in der Nähe von Haiger. Und das sind ein paar Kilometer, ne? Herzlichen Dank, Dieter Mietz, dass du die Kilometer auf dich genommen hast. Willkommen zurück in deinem alten Zuhause in Wattenscheid. Wie ist dein erster Eindruck gewesen, als du diese Räumlichkeiten hier gerade betreten hast? Sind da einige Erinnerungen in dir hochgekommen bestimmt, oder? Ja, zuerst möchte ich mal sagen, dass ich den Besuch hier in Wattenscheid immer verbinde. Mein Schwager wohnt noch hier, meine Schwägerin, das verbinde ich dann immer. Und ansonsten habe ich also in den letzten Jahren, sagen wir mal, den Kontakt zu Wattenscheid 09 nur aus der Presse. Mhm. Und teilweise mit meinem immer noch Freund Friedhelm Schulte, mit dem ich regelmäßig noch telefonischen Kontakt halte. Mhm. Ansonsten habe ich also Beziehungen zu Wattenscheid als solches nicht mehr. Keine persönliche Bindung, aber mit Sicherheit viele Erinnerungen aus deinen jungen Jahren. Du hast von 1963 bis 1971 für die SG Wattenscheid 09 gespielt. Du bist aus der Jugend dann irgendwann zu den Senioren gekommen, hast auch den Regionalliga-Aufstieg unter dem Trainer Hubert Schied miterlebt. Was hast du da noch für Erinnerungen an diese Zeit? Also ich muss erstmal anfangen, meiner Zeit als Jugendspieler war nicht in Wattenscheid, sondern bei der Union Günnifeld. Bin ich groß geworden. Davor die Zeit noch, meine Eltern haben in Gelsenkirchen gewohnt, Haberkamp. Da habe ich mit Rainer Libuda zusammen schon in der Schüler gekickt. Und dann verzog mein Vater aus beruflichen Gründen nach Wattenscheid. Und dort habe ich dann mich dem Sportverein Union Günnifeld angeschlossen, wo ich mit Willi Schulz und mit Willi Sturm schon mit 18 Jahren in der ersten Mannschaft gespielt habe. Und dann, glaube ich, zwei Jahre später, glaube ich, hat mich dann die SG Wattenscheid verpflichtet, wo damals schon der Herr Stahlmann praktisch das Sagen hatte. Wie war deine persönliche Bindung zum Boss, zu Klaus Stahlmann? Die war sehr intensiv. Der Herr Stahlmann war praktisch mein Mentor. Und ich habe ihn kennengelernt, da war der Herr Stahlmann 37 Jahre. Ich habe eben schon mal erzählt zu meinen Kollegen, der konnte also so gerade eben von Fußball treten. Und wenn man dann 30 Jahre später mal so einen Kommentar gehört hat von dem Herrn Stahlmann, dann hat jeder gedacht, er ist ein Fußballexperte. Der hat wahrscheinlich schon jahrelang irgendwo anders Fußball gespielt. Ich habe also, ganz vergessen vorhin, ich habe also regelmäßig, wenn ich zu meinem Schwager gefahren bin und meine Mutter hat hier auch noch gewohnt, die hatte ich dann vor 4 Jahren mal nach Dillenburg geholt, bin ich also zum Herrn Stahlmann gefahren. Ich habe auch regelmäßig noch die Chance genutzt, Konfektionsartikel zu kaufen. Da sei es Damen oder Kinder oder auch Herren Konfektionsartikel in Herne. Und der Herr Stahlmann hat sich auch Zeit genommen, auch wenn er noch so viel Besuch hatte, habe ich unter an der Zentrale gesagt, sagen Sie mir Stahlmann, der Dieter Mietz wäre hier, hat gesagt, sie soll hochkommen. Also den Kontakt habe ich auch gepflegt, habe auch die alte Herrenmannschaft von dem Herrn Stahlmann in den Dillkreis geholt, zweimal, nach Haiger und nach Dillenburg. Der Herr Stahlmann war ja sehr intensiv für die alte Herrenabteilung bzw. tätig. Und da habe ich auch, wie gesagt, viele Stunden dann verbracht, wie der Herr Stahlmann so war, nach dem Spiel war immer was los. Und war eine schöne Zeit, also solange wie ich, wie gesagt, die Verbindung halten konnte, hatte ich es auch gehalten. Was für ein Fußballer warst du? Was für ein Spielertyp warst du? Die alte Spitzname heraus, der Zatopek vom Kohlenpott. Zatopek, Emil Zatopek, ein legendärer Leichtathlet aus der Tschechoslowakei. Warst du so ein ganz fixer auf dem Platz? Also ich war jemand, der sehr konditionsstark war.
vom Kämpferischen ganz zu schweigen. Das waren so, ich will mich nicht vergleichen mit anderen Kollegen, aber sag mal so ein Typ, Berti Vogts, Höttges, das waren so diese Fiesmann früher, was halt die richtig schrubben konnte. Überall da, wo es raschelte, hat man hingedreht, sagt man heute. Aber sag mal, der Fußball als solches, meine Stärken war, in der Abwehr zu spielen, ob gegen Mann oder in der Mitte, rechts oder links, hat man ja früher gespielt noch, gegen Mittelstürmer. Ich kann mich erinnern, ich habe Spiele gemacht, Namen werden einige kennen, Klaus Wallitzer vom Bochum, Pröpper von Wuppertal, Klaus Fischer, gegen die habe ich also immer gespielt und da ging schon ganz schön die Post ab. Also meine Stärke war eindeutig, in der Abwehr zu spielen. Was verbindest du mit deinen Jahren als aktiver Fußballer in Wattenscheid? Was waren so deine Karriere-Highlights hier, bevor du den Verein verlassen hast? Ja gut, der Highlight war ja der Aufstieg mit dem Spiel in Westfalia Herne. Ich glaube, ich habe noch ein Tor gemacht, glaube ich sogar. Ja. Danach stiegen wir in die Regionalliga auf und Highlights gab es bei uns also immer. Wir haben Spiele gehabt gegen Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen, Schwarz-Weiß Essen. Das waren ja praktisch alles Derbys gewesen und da war der Platz, Beispiel Wuppertal, da waren 20.000 auf der Radrennbahn. Oder wenn wir hier spielen, gegen Düsseldorf, gegen Rainer Geier und so weiter. Also das war immer für uns, jede Woche war das ein Highlight gewesen. Ja, im Vergleich zu oder im Gegensatz zu deinen beiden Mitstreitern hier auf der Couch, hast du dann irgendwann die SG Wattenscheid 09 verlassen, bist sogar in Richtung Bundesliga gewechselt zu dieser Mannschaft, die hier äußerst prominent auch dekorativ vertreten ist, bist aber gleich, auch wenn man sich das im heutigen Zeitalter gar nicht vorstellen kann, mit Borussia Dortmund aus der Bundesliga abgestiegen, trotz 29 Einsätzen. Warst du der Schuldige oder warum ist das passiert? Der Uwe Schiskala hat schon eben so einen Satz geprägt. Seine damalige Freundin, ihr zuliebe, hat sie der schweren Herzens dann nach Bayern gegangen. Ich hatte also zu meiner Wattenscheider Zeit mehrere Angebote. Der Hennes Weißweiler ist mir nachgefahren, nach Gladbach zu holen. Dann haben sie den Luke Müller geholt. Der Udo Latte wollte mich nach München holen. Ich habe in Hamburg beim Klaus Ochsen Vertrag unterschrieben. Der Herr Stahlmann hat das immer, ich will nicht sagen unterbunden, aber mein Ziel war in erster Linie, wenn meine sportliche Karriere zu Ende geht, meine berufliche Karriere weiterzuführen. Und die Chance hatte ich also gehabt in Wattenscheid beim Klaus Stahlmann. Ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin morgens mit der Tasche um 7:30 zum Büro und bin abends um 9:30 mit der Tasche nach Hause gekommen. Das war so. Und wie gesagt, dass ich nicht weggegangen bin, war nicht nur der alleinige Grund durch die Firma Stahlmann, sondern der Grund war meine Frau. Meine Frau war ein Bochumer Mädchen und ich bin ihr zuliebe. Ich habe auch vergessen, Oskar Siebert war bei mir, Otto Gewüst war sie von Bochum. Ich bin meiner Frau nie weggegangen und bin dann in einem Alter von 29 Jahren weggegangen, wo man normal heute sagt, naja, ist schon das Ende normal. Aber teilweise auch aus Verärgerung, weil sich in Wattenscheid und damals schon so Dinge abspielten, die ich nicht verstehen konnte, dass Spieler beschäftigt waren beim Stahlmann, die also gar nicht gearbeitet hatten, die geführt wurden. Und ich musste zum Beispiel, so bin ich nun mal diszipliniert, pflichtbewusst arbeiten, wenn ich unterwegs war, Länderspielreise beim DFB, kam dann wieder und musste arbeiten. Und aus dem Grunde bin ich dann, wie gesagt, vielleicht war mitentscheidend, war noch vielleicht, weil in der damaligen Amateurnationalmannschaft und Olympiamannschaft Spieler gespielt haben, die überwiegend in der Bundesliga gespielt haben. Und mein Trainer, damaliger Trainer Lattek, hatte mir auch dann empfohlen, also in die Bundesliga zu gehen. Und das war der Grund, also wie gesagt, da bin ich schweren Herzens, sage ich mal, weil das Dortmund vor der Haustür lag, 35 Kilometer. Ich habe hier in Wattenscheid in der Vöhlestraße gewohnt. Bin ich dann nach Dortmund gewechselt, weil der Jockel Bracht und der Herbert Sandmann hatten mich dann rumgekriegt. Und dann bin ich in einem Jahr, wo ich sagen muss, das war das schlechteste Jahr bei BVB. Erstmal trainermäßig, redet man nicht gerne drüber. Und zum anderen auch von der Vereinsführung damals her, war alles negativ. Und in dem Jahr sind wir dann auch abgestiegen. Und dann hatte ich also mit dem damaligen Trainer der Sportfreunde Siegen, auch Nationalspieler, Herbert Schäfer, den kannte ich von den Nationalmannschaftsreisen,
hatte ich dann gesprochen und das hat Dieter, wenn du mal die Schnauze direkt so vom Kohlenpott voll hast, kommst du mal in schönes Siegerland. Und dann bin ich dann von Dortmund, ich hatte Option gehabt, bin dann von Dortmund nach Sportfreunde Siegen gewechselt und hatte dort eine schöne Zeit, zwei Jahre. Ja, 72, dein Tiefpunkt mit dem Abstieg mit Borussia Dortmund, aber auch ein, mit Sicherheit ein Karriere-Highlight, denn du bist mit der Amateurmannschaft, mit der Amateurnationalmannschaft zu den Olympischen Sommerspielen nach München gefahren. Was hast du da mitgenommen, so in Erinnerung? Ich war schon mal im Aufgebot für Mexiko, im Olympia-Aufgebot. Und Mexiko, wir hatten damals so einen komischen Modus. Wir hatten in England 1-0 gewonnen durch Günter Keifler, glaube ich, Eintracht Frankfurt. Und hatte in Augsburg gegen England 2-1 verloren und schieden dann aus. Praktisch. Wir nahmen also nicht daran teil. Und in München waren wir ja automatisch Gastgeber, waren wir somit verpflichtet für die Olympiade. Ja, das war auch sowas mit an sich sehr, sehr guten Spielern und einem Trainer, Jupp Derwall, Tabellenplatz 5 erreicht. War kein Erfolg. Wir haben ja dort gegen die Mannschaften aus dem Osten gespielt, Polen, Ungarn, Russland, das waren ja alles, die haben ja keine Amateurmannschaften gehabt, die waren zwar Amateure, es waren die ersten Mannschaften ihres Landes, ja, und haben dort also miterlebt, man kann sich jeder daran erinnern, der Terrorismus kehrte ja ein in München 72. Wir hatten erst gedacht, da hätten irgendwelche Knaller losgelassen, nachts, und wir haben 400 Meter entfernt da im Olympischen Dorf gewohnt. Und am Morgen, als wir zur Mensa gingen, haben wir das natürlich schon gesehen. Die Soldaten standen da, Polizei und so weiter, hatten dann erfahren, was da passiert war. Ja, und es war eine schöne Zeit, sage ich nochmals, aber wir haben auch einige Erfahrungen gemacht, die sehr negativ waren, aber auch einige Erfahrungen, die sehr positiv waren. Ist schon eine unheimliche, sagen wir mal, Situation, wenn man mit Tausenden von Sportlern morgens in der Mensa sitzt, isst und trifft den und den und den und den. Also schon interessant gewesen. Ich habe also ein Spiel gemacht gegen USA. Wurde hoch gewonnen, ne? 6-0, glaube ich. Die waren so blind damals. Da muss dazu sein, dass zu meiner Zeit im Fußball nicht möglich war, dass die A-Mannschaft gegen Mannschaften wie Island oder gegen Togo oder gegen was die westamerikanischen Nationen gespielt hat, da mussten wir immer ran, als Beispiel. Also, um das mal abzuschließen, 72, der Erfolg war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und das war einer meiner schönsten Zeiten auch mit der Olympiade. Ja, danke erstmal für deine Ausführungen. Wir werden dich gleich nochmal erleben mit einer kleinen sportlichen Darbietung. Aber jetzt, nach so viel Redezeit, kannst du dich mal ein bisschen erholen, ein bisschen Luft holen? Ich kümmere mich jetzt um die beiden Gäste, die sonst noch auf der Couch sitzen. Da haben wir zwei Jungs, die ja, der Meistermannschaft 1974 angehörten. Cassie Klee, du bist dem Verein ja seit langer, langer Zeit verbunden. Ich glaube, seit 1969 hast du für die SG Wattenscheid 09 gespielt. Aber du hast nicht nur Fußball gespielt für unseren Verein, du warst noch in vielen, vielen anderen Funktionen und Ämtern tätig. Kannst du vielleicht mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was da alles so... Ja, der Bernd und ich sind, wie der Dieter schon gerade sagte, 69. Ich bin 68 nach Wattenscheid gekommen. Ich bin von ETW, Schwarz-Weiß Essen. Der Klaus Stahlmann hat immer gesagt, ich bin ihm irgendwo auf der B1 begegnet. Und da hat er gesagt, ich verpflichte dich. Und Bernhard, glaube ich, du kamst von Mark Altstadt. Kreisliga haben die gespielt? Du warst noch, ich war glaube ich 20 und Bernd war glaube ich 19. Wir sind ja jünger als ich, aber wie gesagt, ich kam von Schwarz-Weiß Essen, war in Schwarz-Weiß Essen 2 Jahre Vertragsspieler. Und damals war ein Gesetz, ich musste 2 Jahre erstmal in der ersten Mannschaft weiterspielen. Ich wollte ein Jahr vorher schon wechseln, aber ich bin dann 2 Jahre geblieben und bin dann nach Wattenscheid gewechselt. In der Amateurliga. Wattenscheid spielte die höchste Amateurliga, das war Verbandsliga. Und ich war ein halbes Jahr gesperrt und konnte dann ab Januar habe ich dann die Rückrunde in der ersten Mannschaft komplett gespielt. Und wir sind dann, wie der Dieter gerade gesagt hat, in Westfalia Herne haben wir den Aufstieg mit 2-1. Ich weiß gar nicht, ob du ein Tor gemacht hast, Mietze. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, Bernhard und ich sind dann 69, das hieß damals der bezahlte Fußball, das war doch die Regionalliga, da gab es noch keine zweite Liga. Das war noch die Regionalliga, glaube ich, bis
73, 74. 74 kam dann die zweite Bundesliga auf. Ach, da kann ich auch noch eine Story erzählen. Auf jeden Fall, wir hatten Grundverträge, glaube ich, 120 Mark und 10 Mark Aktivitätszulage war das. Und dann kam der Klaus Stahlmann zum Training. Der war ja immer beim Training. Wir haben ja, sagen wir, die ganze Woche 5 Meisterschaftsspiele gehabt, weil es da immer ging. Für 10 Mark haben wir immer gespielt. Der Boss konnte sich eine Mannschaft aussuchen und gegen den Schrott wurde dann gespielt. Nur er hat den Fehler immer gemacht, er hat sich immer nur Mittelfeldspieler und Stürmer genommen. Und wie das im Fußball ist, die Abwehrspieler gewinnen meistens. So hat er fast regelmäßig die Woche 4-5 Mal verloren. Und immer wieder ging es dann in die Kabine, dann hieß es erstmal, Boss, erstmal den Zehner raus. Ja, da hängt meine Jacke, sagt er, nimm dir den Zehner da raus. Auf jeden Fall, morgen Revanche. Ja, morgen Revanche, aber erstmal den Zehner raus. So ging das los. Der war jeden Tag beim Training. Man muss sich vorstellen, wir hatten um 5:30 Training und der Boss kam meistens so 5:45, 6:10 kam der angetippelt aus der Firma und wir sind vorher, und wir haben ja nur auf Asche trainiert. Wir waren ja, obwohl wir Regionalliga waren, heute zweite Liga, aber wie gesagt, wir waren Feierabendfußballer. Wir haben immer 5:30 bei Trainingsbeginn, dann sind wir um den Aschenplatz erstmal gelaufen, Runden gedreht, haben immer gedacht, wo bleibt der Alte? Dann kam er angetippelt, dann kam Pfiff, alle zusammenkommen, dann hat er sich eine Mannschaft ausgesucht und dann wurde gekloppt. Deswegen, aber da ging es richtig zur Sache in den Spielen und deswegen habe ich gesagt, wir haben die Woche 5 Mal Meisterschaftsspiele gehabt. Plus Sonntag ging es dann richtig lose Punkte. Da sind wir vielleicht auch schon bei der Herleitung deines Spitznamens, Cassie. Cassie Klee, Cassius Klee, damals von Cassius Klee, hinterher nur mit Ali und da ging erstmal Cassius und da wurde dann immer wieder weniger und dann hieß es auf einmal Cassie und seit 69, 70 Reinhold. Wenn einer Reinhold ruft, drehe ich mich gar nicht um, kenne ich nicht. In Wackenscheid ist dann immer nur Cassie Klee. Das ist, sagen wir mal, mein Spitzname oder mein Name, den sie mir angedreht haben bei 09, aber ich kann da gut mitleben. Basiert dieser, der Ursprung dieses Namens allein auf dem Wortwitz oder warst du wirklich einer, der so derbe ausgeteilt hat auf dem Platz? Ja, ausgeteilt habe ich auch nachher. Ich war ja ein junger Bursche, sagen wir mal, der Mieze, das war ja schon, sagen wir mal, ein gestandener Bernhard und ich, wir waren ja junge Hengste mit 19 und 20. Und das Schlimmste war immer wieder, wenn der Hubert Schied, unser damaliger Trainer, der, muss man ja sagen, in Wattenscheid, sagen wir mal, richtige Strukturen erstmal reingebracht hat. Das fing mit Trainingslage an, Training, jeden Tag Training und so weiter. Das war, sagen wir mal, nicht normal für diese Zeit. Aber wie gesagt, und dann war das immer wieder eine Mieze, wie er gerade sagte, da war ja ein Laufwunder. Und wenn der Hubert irgendwie Brass auf irgendeinen Spieler hatte, wir haben immer Positionsspiele gemacht. Mann gegen Mann, wurde immer, die wurden eingeteilt. Die beiden haben dann immer gegeneinander gespielt. Und wenn der Brass hatte auf einen Spieler, dann hat er immer gesagt, du spielst gegen den Mieze. Da wusstest du ganz genau, ich brauche das Sauerstoffzelt wieder. Da ging der wieder ab. Aber wie gesagt, es war wirklich eine tolle Zeit, sagen wir mal. Wir waren am rein Amateurspieler bis 5 Uhr gearbeitet, da ging es zum Training. Aber wir sind dann aufgestiegen mit einer wirklich ganz gute Truppe, die wir dann seinerzeit zusammen hatten. Aber in den Jahren hatte der eine oder andere aufgehört und es kamen immer wieder teilweise bessere Spieler zu uns, sodass wir uns von Jahr zu Jahr steigern konnten und hatten dann 1974, 73, 74 die Saison. Sagen wir mal, das war eine super Zeit und wir haben auch eine wirklich gute Truppe gehabt. Ich weiß nicht, wenn wir nur Fußball gespielt hätten, was viele zu der Zeit schon gemacht haben, ob wir besser gewesen wären, kann ich heute nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass wir eine gute Mannschaft hatten und das Wichtigste bei uns in der Mannschaft in den Jahren war die gute Kameradschaft, die wir hatten. Wir waren wirklich eine Einheit, kann man sagen. Da war der eine für den anderen da. Wenn der eine mal eine schwächere Periode hatte, dann haben wir untereinander schon getauscht. Das hat der Trainer draußen gar nicht mitgekriegt. Sodass wir untereinander haben uns geholfen. Und das hat, sagen wir, den Charakter der Mannschaft ausgemacht. Ja, kommen wir mal zu Bernd Greve, damit er auch ein bisschen Redezeit heute am heutigen Abend hat. Du bist auch mit der 68-69er Mannschaft aufgestiegen und bist da auch dem Verein dann der SG Wattenscheid noch bis 1977 aktiv erhalten geblieben und danach warst du auch noch 4 Jahre als Jugendobmann für unseren Verein aktiv. Jugendtrainer, okay. Erinner du dich mal an deine aktive Zeit zunächst mal. Die Kameradschaft hat der Cassie schon anklingen lassen. War das wirklich ein entscheidender Faktor für euren Erfolg? Das war ein entscheidender Faktor. Dazu beigetragen natürlich auch, dass man nicht in der damaligen Zeit, als wir aktiv waren,
16 Leute im Kader hatten und nicht wie heute 30 oder 35. Das war auch ein entscheidender Faktor, der letztendlich dazu beigetragen hat, dass wir eine verschworene Gemeinschaft waren. Wie war deine persönliche Bindung zum Boss, zu Klaus Stahlmann? Ich glaube, du hast im Unternehmen Karriere gemacht. Ja, wir haben bedingt dadurch, dass ich dann auch hinterher mitverantwortlich war für die Zusammenstellung der Altherrenmannschaft, das war für den Herrn Stahlmann immer wichtiger als die erste Mannschaft. Ich musste ja seinerzeit mit 27 aufhören, musste hoch zu der Altherrenmannschaft. Da wurde der Pass von 48 auf 46, 1946 gefälscht, damit ich überhaupt spielen konnte. Der steht heute noch 1946 drin. Kann man der jetzt nicht wieder rückgängig machen. Aber das waren so die entscheidenden Punkte, die Herr Stahlmann, der war so ehrgeizig, der hat immer dafür gesorgt, dass wir, egal mit welcher Einstellung wir zum Platz gekommen sind, ich bin einmal mit dem Kessi vom Firmenspiel zurückgekommen, der Alte musste uns irgendwo auf der Autobahn einsammeln und wir beiden kamen da Sonnenbrille an, voll wie die Haubitzen. Sonnenbrille ab. Ihr habt gesoffen. Nein, wir haben nicht gesoffen. Hauch mich mal an, Kessi, hauch mich mal an. Wir hatten natürlich vorher schon Fisherman's Friend genommen. Nee, getrunken haben sie nicht. Ja, war schon mal gut. Und dann sind wir durchgefahren zum Turnier, zwei Tage Turnier in der Schweiz, in Aarborn. Haben wir auch locker einen ersten gemacht, trotz Alkoholpegel von mindestens 1,5. Aber wir waren, wie gesagt, das war eine Fortsetzung der 74er Mannschaft. Also alle, die damals aktiv waren, haben auch hinterher mit in der Altherrenmannschaft gespielt. So dass wir da auch weiterhin erfolgreich waren. Und ich glaube, wenn der Stahlmann irgendwo gehört hat, in Südamerika ist eine Mannschaft, die hat in den letzten 20 Jahren nicht verloren, hat er gesagt, dann ruft er mal an. Dann wird langsam Zeit, dass die mal einen von Arsch kriegen. Dann haben wir im Maracanã-Stadion gespielt vor 140.000. Wir sind morgens um 8 Uhr gelandet und abends war das Spiel. Erstmal kamen wir dahin und dann haben sie gesagt, nee, ihr spielt auf keinen Fall hier, das ist viel zu gefährlich. Im Vorfeld der neuen Spieler ging um die Stadtmeisterschaft von Rio de Janeiro, Botafogo gegen Vasco da Gama, haben die gespielt. Und da hat der Stahlmann, glaube ich, noch ein paar Dollar locker gemacht und wir kamen dann auf den Platz. 140 und wir spielten gegen die Nationalmannschaft in etwa, die 1970 den Weltmeister gemacht hat. Und die haben mit uns Jojo gespielt. Hacke Spitze 1, 2, 3, der lange Bären war im Tor. Da haben sie den Ball von der Torlinie wieder runtergezogen, angetäuscht, der lange hat sich geworfen, die wieder auf den Ball getreten und er hat gesagt, komm hoch. Und dann ging es in der Halbzeit, werde ich auch nicht vergessen, und im Maracanã-Stadion hatten sie Sauerstoffverbindungen, direkt da oben konnten sie auf die Liege legen und da haben sie gefragt, Herr Stahlmann, wollen Sie denn unter das Sauerstoffzelt? Nee, lass mal lieber die Arschlöcher drauf, ich bin auf fit. Ich bin auf fit, lass mal die Arschlöcher. Ja, haben wir nur 5-0 verloren und haben dann anschließend ein Bankett gehabt, war auch vom Allerfeinsten, dann haben wir natürlich auch die sozialen Probleme der ehemaligen Nationalspieler mitbekommen, hautnah erlebt. Die hatten alle kein Geld, die haben riesige Geldbeträge verdient, waren aber arm wie Kirchenmäuse. Da haben wir natürlich die Gunst der Stunde benutzt und haben dann gesagt, so, wenn ihr Spaß haben wollt, spielen wir morgen nochmal und dann lasst ihr uns gewinnen. Dann wird der Stahlmann nochmal schön Portemonnaie aufmachen und ihr sollt alle was davon haben. Und genau so ist es auch gekommen. Die haben uns dann 5-3 gewinnen lassen. Und der Alte hat uns vorher eingestellt und hat gesagt, wenn wir heute verlieren, ich fress Gras. Die haben früher mit Muscheln gespielt. Und dann, wie gesagt, 5-3 gewonnen. Dann hatten die ihre Familien mitgebracht. Da war ein riesiges Fest. Der, wie hieß der mit den Haaren nochmal? Der Jay Senior. Jay Senior war mit seinem Vater da, mit seiner Oma, mit seiner Familie. Die hatten ja gleich 8 oder 9 Kinder. Die haben da mal die Gelegenheit bekommen, sich richtig satt zu essen. Das war für die ein riesiges Erlebnis. Und der Stahlmann hat dann, wie gesagt, alles bezahlt. Dann wurde jeder Einzelne vorgelassen. Der sollte seine Probleme schildern. Und der Stahlmann hat dann,
Und nächste Woche spielen wir dann nochmal gegeneinander. Aber dann ist nicht mehr zugekommen. Das war so ein Anekdötchen zu der Fortführung der Karriere. Bei Entscheidung 09 für den Steinmann war das Wichtigste seine Altherrenmannschaft. Verbunden mit ein Stück Entwicklungshilfe? Ja, wie gesagt, er hat über das Sportliche gesehen. Er hat dann gehört, in Argentinien ist eine Mannschaft, dann sind wir da mal hingefahren. Auch in Kolumbien oder auf Island war eine Mannschaft, die hat nie verloren. Oder wir haben in Italien gegen italienische Nationalmannschaft gespielt. Da hat der Wolle Schmidt den Oma Sivori, argentinischer Nationalspieler, hat hinterher bei Inter Mailand gespielt, den Ball durch die Beine gespielt, hat er den während des Spiels links und rechts vor der Nase geklopft. Weil der so sauer war, dass ein Wattenscheider, Nicht-Fußballer, ein Weltfußballer, den Ball durch die Beine spielt. Ja, da, Mentalitätsfrage, ne? Da ist man dann nicht amused. Kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Die Meistersaison 73-74, die ihr beide auch mitbestritten habt, war so bis dahin einer der absoluten Höhepunkte in der Vereinsgeschichte. Ihr wart im Pokal sehr erfolgreich auch, seid bis ins Viertelfinale gekommen und habt dann eine Aufstiegsrunde gespielt, die eine Aufmerksamkeit erzielt hat, wie es vorher wahrscheinlich gar nicht gewohnt war, auf medialem Gebiet auch. Nee, ganz genau. Wir haben die letzte Aufstiegsrunde zur Bundesliga gespielt. Das Jahr danach sind automatisch die ersten beiden sind automatisch aufgestiegen und wie gesagt, wir waren Meister hier in Westdeutschland und es stand fest, dass der westdeutsche Meister gegen den Nordmeister, das war Eintracht Braunschweig, die hatten glaube ich schon zwei oder drei Nationalspieler in den Reihen, das war der Top-Favorit Eintracht Braunschweig. Und ich weiß noch, die letzten Meisterschaftsspiele in der Regionalliga, Rot-Weiß-Oberhausen, und wir waren glaube ich immer ein oder zwei Punkte vor Oberhausen. Und dann ging es immer keine Worte mit Braunschweig, weil das mit Abstand in der ganzen Aufstiegsrunde die stärkste Mannschaft war. Und keiner wollte mit Braunschweig so richtig in die Gruppenphase gehen. Und das ging immer näher. Während des Spiels hat man immer nach draußen gerufen, wie steht in Oberhausen und so weiter. Die führten auch wieder, dann haben wir auch wieder gewonnen. Und hinterher haben wir gesagt, weißt du, das ist uns scheißegal. Dann haben wir jetzt wenigstens einen Titel. Und wenn wir nicht aufsteigen, aber dann haben wir wenigstens den westdeutschen Meistertitel, dass wir wenigstens etwas in der Hand haben. Und wir sind da ganz locker in die Aufstiegsspiele gegangen. Wir haben natürlich in der Runde 73-74 erstmal eine fantastische Mannschaft gehabt. Ich weiß, glaube ich, über 100 Tore. 102 Tore. Ja, Experte. 102 Tore. Ich glaube, das ist in den letzten 20, 30 Jahren oder so gar nicht mehr vorgekommen. Ich glaube, Bayern München hat einmal, glaube ich, auch mal über 100 Tore geschossen. Also wir haben natürlich einen Sturm gehabt. Helmut Thor spielte rechts außen, Detlef Rosellen spielte links außen, Ewald Hammes Mittelstürmer. Dahinter haben wir die beiden offensiven Mittelfeldspieler, Hannes Bongertz, Jürgen Drossek, spielen gehabt. Und dann kam da hinten die Arbeiterabteilung, sagen wir, die für klare Verhältnisse gesorgt haben. Und so sind wir aber ganz locker, das hatten wir gar nicht geplant, dass wir Meister werden, aber wir sind auf einmal ins Rollen gekommen. Und erinnern kann ich mich noch wir waren glaube ich so an vierter Stelle, Borussia Dortmund war glaube ich zweiter und wir spielten im alten Stadion Rote Erde noch. Das Westfalenstadion war gerade für die Weltmeisterschaft 74 im Bau, das war schon fast fertig, da musste man dann durch die ganze Baustelle, bis wir erstmal zu den Kabinen kamen. Auf jeden Fall das Stadion gerammelt voll, da hatten die noch Zusatztribünen, ich glaube, da waren 25.000 oder 30.000 Zuschauer. Und das Schlimmste war noch, das muss ich noch eben erzählen, der lange Behrendt und Jupp Koidka. Das waren zwei, die haben sich gehasst wie die Pest. Der Jupp Koidka war der Elegantere und der hatte unheimlich gute Reflexe. Aber der Lange war der Kumpeltyp, der sich gequält hat. Der Lange hat sich, wir haben ja immer auf der Asche trainiert, was heutzutage undenkbar ist. Wir haben immer nur auf der Asche trainiert, bei Wind und Wetter. Und der Lange, der Urvieh, der hat sich da reingeknallt immer. Der Kalifeld kam immer unheimlich gut an. Der Lange war der Kumpeltyp und hat sich auch unheimlich gesteigert und ist auch gut geworden. Und der Lange war verletzt. Und der Jupp Koidka hatte, glaube ich, zwei oder drei Spiele gemacht. So, wir sind wieder ins Trainingslager, sind wir mal nach Hohensieburg gefahren. Und haben dann immer ein Abschlusstraining gemacht, wo jetzt das Casino spielt, auf so eine Wiese. Die ging hoch und kippte noch seitlich ab. Da wurde geschrubbt, noch am Samstag, Sonntag haben wir gespielt.
Da wurde geschrubbt bis zum Gegnermehr. So ungefähr die 11, die übergeblieben sind. Bennett hat es gerade gesagt, wir haben ja, glaube ich, nur 15 oder 16 Spieler gehabt im Kader. Auf jeden Fall der Lange wieder fit und der hat gehalten wie ein Weltmeister, der Lange. Da kommt der Kalle Feldkamp zu mir, als wir zum Hotel runtergingen, sagt der Kessi, hast du den Lange wieder gesehen? Ja, ja, ich sag, der Lange war wieder überragend. Sagt er, ich glaube, ich hau den morgen rein. Ja, ich sag, der Jupp hat da nichts verkehrt gemacht. Den kann man jetzt nicht rausnehmen. Doch, sagt er, ich schlaf erstmal die Nacht darüber. Auf jeden Fall, an der Morgen, ich war immer früh aufsteher, sah schon mal Frühstück, kommt der Kalle runter. Ich sag, Trainer, und? Der Lange spielt. Aber eins sage ich dir, wenn ihr das Ding versaut, ich schmeiß euch alle raus. Auf jeden Fall, dann kam Mannschaftssitzung, Bennett, Mannschaftssitzung kam raus, der gibt die Mannschaftsaufstellung bekannt, Jupp Goldka, fix und fertig, fing an zu heulen, der rannte nur raus, der Obmann, Manni Krause, hinter dem Herd, den konnte er gar nicht beruhigen, der musste den Klaus Steinmann anrufen hier in Wattenscheid, der musste kommen zum Hotel, der machte auch Theater und sagte dem Kalli auch noch, ja, der hat ja nichts verkehrt gemacht. Sagt der Kalli, ich habe ein gutes Gefühl, ich hau den Langen rein. Wir sind zum Stadion gefahren, da sagt der Kalli, ging überall vorbei. Eins sage ich euch, wenn das heute schief geht, ich schmeiß euch raus. Auf jeden Fall, das Spiel lief, wir haben sensationell gespielt, das war schon unnormal. Auf jeden Fall haben wir die Dortmunder im Stadion Rote Erde 4-1 weggehauen. Und das war, sagen wir mal, unser Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt marschieren wir durch. Jetzt sind wir dran. Wie gesagt, dann wurden wir, glaube ich, Dritter oder Vierter und waren richtig dran und haben da eine Serie noch hingelegt, die sensationell war. Aber wie gesagt, dann kam die Aufstiegsrunde und dann kriegten wir erstmal, ne, frei kriegten wir da gar nicht. Wir hatten immer Mittwochs, Samstags oder Sonntags gespielt. Und nach einem Spiel, wir haben das erste Spiel in Braunschweig, Ben hat noch ein entscheidendes Tor gemacht zum 3-2-Gewinn in Braunschweig, sensationell. Und Braunschweig hatte den Mittwoch vorher schon in Nürnberg verloren. Und wir gewannen da. Das zweite Spiel hier gegen einen Berliner Verein, Wacker. Wacker Berlin, unentschieden. Haben nur auf eine Kiste gespielt und kriegten den Klüngel da nicht rein. Auf jeden Fall drittes Spiel wieder in Saarbrücken gespielt, wieder 2-1 gewonnen. Da waren wir richtig gut dabei. Und der Kalli Feldkamp, der Sauhund, der sagt immer, Jungs, was gibt das denn, wenn wir aufsteigen? Das sah jetzt gut aus, dass wir aufsteigen können. Was gibt das denn? Ja, haben keine Ahnung. Wissen wir nicht. Das nächste Spiel stand an, Mittwochs Nürnberg. Nürnberg, ja. Trainingslager in Wulfen, sind wir vorher hingefahren. Nach dem Essen haben wir erstmal gesagt, Manni Krause, nimm mal einen Block. Jetzt setzen wir uns erstmal hin und dann schreiben wir erstmal auf, was wir haben wollen, wenn wir aufsteigen. Wir Naivchen, junge Burschen, haben wir gedacht, ja, da müssen wir doch mal wissen. Alles geklärt, die Punkte. Manni Krause musste den Stallmann anrufen. Der musste kommen, wir hatten keine Mittagsruhe, haben uns gar nicht hingelegt, warteten, bis der Silberpfeil kam, der Stallmann mit seinem SL. Dann kam der vorgefahren, eine Vollbremsung, da war ein Schotterplatz, hast du nur Staubwolke gesehen. Der kam rein, was wollt ihr? Ja, wir wollen doch mal wissen, was wir kriegen, wenn wir so aufsteigen. Da hat er uns ausgezählt. Wir in den Bus rein, ab zum Spiel hier gegen Nürnberg, spielen nur auf eine Kiste, kriegen wieder den Knüngel nicht rein, die kommt zweimal nach vorne, hauen uns zwei rein. 2-0 verloren. Ah je. 2-1. Wir unten in der Kabine gesessen. Ja, keiner ging duschen. Da haben wir gedacht, der muss doch jetzt mal kommen. Da dauerte so 20 Minuten, alle saßen da und dann hörte so eine Treppe runterkommen. Ei, ei. Dann haben wir den Nachschlag gekriegt. Dann hat er uns ausgezählt, der Alter. Und wie gesagt, und letztendlich ist Eintracht Braunschweig, die sind noch aufgestiegen. Hier haben wir, glaube ich, 0-0 gespielt gegen Eintracht Braunschweig. Aber wie gesagt, die sind da noch aufgestiegen. Aber wie gesagt, wir haben eine tolle Runde gespielt und vor allen Dingen eine tolle Saison mit über 100 Toren. Das war Ewald Hammes, Hannes Bongartz, Jürgen Drossek. Die machten, glaube ich, alleine zusammen über 60 Tore an die gemacht. Das war also sensationell. Also das war, aber dann sagt der Alte, so fair war er dann auch wieder. Jungs, war ja nicht schlecht. Ihr könnt euch eine Reise in der Welt aussuchen. Aber sagte, ich will euch vorschlagen, fahrt mal nach Acapulco. Da bin ich mal gewesen, da ist ganz dufte. Dann hat er uns über Weihnachten nach Acapulco geschickt. Da war gerade Winterpause, Heiligabend, wir jung verheiratet alle. Frauen haben mit den Kindern zu Hause gesessen. Wir haben in Acapulco unter so einem nadellosen Tannenbaum gesessen. Ja, das war Klaus Stahlmann. Aber wie gesagt, über Klaus Stahlmann kann man nur wirklich Gutes erzählen. Und was der Klaus Stahlmann
nicht, er hat ja immer gesagt, das sind alles meine Jungs, hat er immer gesagt. Wenn wir bei ihm kamen, hat er immer gesagt, das sind alles meine Jungs. Der war so vernarrt in uns, er hat wirklich Spaß an uns gehabt. Und vor allem konnte er mit uns Fußball spielen. Das war seine, die größte Leidenschaft, die der Klaus Stahlmann hatte. Der war von Fußball so besessen, wie der Dieter sagte, als er anfing mit 37, konnte er den Ball nicht mal hochhalten. Das ging überhaupt nicht. Aber wie gesagt, der war so besessen vom Fußball, dass er jeden Tag bei uns mittrainierte. Der war jeden Tag beim Training und das hat so viel Spaß gemacht mit dem. Also wie gesagt, man muss im Nachhinein immer noch sagen, was Klaus Stahlmann nicht nur für Fußballer, für den gesamten Sport und ob er ein Hühnerzüchterverein war oder Gänsereiterverein war, überall hat er nur Gutes getan. Also da muss man jetzt im Nachhinein immer noch sagen, der mit 80 Jahren gestorben ist, Klaus Stahlmann war in Wattenscheid ein ganz großer. Ja, das mit Sicherheit und er war auch eine riesige Respektperson. Da möchte ich den Bernd mal fragen, war das mit eurem damaligen Trainer auch so? Kalli Feldkamp, war das der Feldherr oder war das einer, mit dem man sehr gut klarkam? Ja, war eben auch ein Fußballer. Das ist auch schon mal eine ganz andere Voraussetzung, als wenn du da jemanden stehen hast, der dir zwar sagen kann, wie es geht, aber nicht vormachen kann. Also der konnte auch schon dreimal den Ball hochhalten. Und bei dem hat man, ja, Klopfer hat man natürlich auch die gesunde Härte mitbekommen, weil der auch im Training nicht zurückgezogen hat. Früher wurde ja grundsätzlich ohne Schienbeinschoner gespielt und ich kann mich nie erinnern, dass jemals einer nach dem Training rausgekommen ist, wo nicht mindestens 3 oder 4 Liter Blut verloren wurde. Der ging mit beiden Beinen rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Der ließ sich nie ausspielen und wenn der mal einen Beinschuss bekam, dann war der aber sowas von sauer. Dann ist er nur hinter dir hergelaufen und war immer hinten an der Achillessehne dran. Patsch, 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 patsch. Also richtig Fußball spielen konnte er nicht, der war ein Klopper, aber ein Klopper vor dem Herrn. Wenn früher bei Rot-Weiß Oberhausen, er und sein Bruder, die haben hinten in der Abwehr gespielt, hat die ganze Liga Angst vor. Die Koblenz waren verschrien hier im Westen. Aber Kalli war ein Motivator, hat man ja auch hinterher gesehen, alle Vereine, die er trainiert hat, hatten Erfolg. Er hat ja zigmal einen Meister gemacht, ob es Kaiserslautern war oder auch auf der Strecke vorher schon. Und hat natürlich auch hinterher, war einer der ersten Moderatoren im ZDF, der sich über Fußball unterhalten konnte. Dann war da nicht nur so ein Bellareti, der wusste nicht, wovon er sprach. Und der Kalli hat ihn dann wohlweislich gesagt, also das, was du jetzt da siehst, ist Fußball. Komm ich noch rein? Ganz gut. Da muss man eins sagen, als der Kalli Feldkamp zu uns kam, der hatte ja gar nicht vor, sagen wir, die erste Mannschaft zu trainieren, der hatte die zweite Mannschaft. Und wer war oben Trainer bei uns? War der Fitz Schulte? Ach, Victor Stahl. Der Trainer von Victor Stahl. Genau, der Victor hat den mitgebracht. Ganz genau, der Kalli wollte sich nur ein paar Mark nebenbei verdienen, hatte 3 Kinder und so weiter. Aber auf jeden Fall, der Kerl hatte die zweite Mannschaft und hatte die zweite Mannschaft schön auf Flamme. Die marschierten, die waren ganz oben, das waren so die oben Schluss gemacht haben, die hatten dann nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Auf jeden Fall, der hatte die auf Flamme, Victor Stahl wurde entlassen und wieder bei 09 war der Boss, Kalli, traust du dir zu? Willst du die erste Mannschaft trainieren? Ja, trau ich mir zu. Hatte nur einen Angelschein, hatte gar keinen Trainerschein. So war das. Und dann kam die Situation, ja, aber die Trainer, die eine Regionalliga-Mannschaft hatten, die konnten Blitzlehrgänge machen. A-Schein, ich weiß nicht, wie lange man für einen A-Schein braucht, Dieter, du weißt das besser. Da konnte der in einer Woche konnte der den A-Schein nachmachen. So, dann hat er den A-Schein in einer Woche gemacht, wo andere vielleicht wochenlang hingelaufen sind. Sondern da ging es weiter, dann kam die zweite Bundesliga auf, dann hieß es aber, Trainer, die zweite Bundesliga trainieren, die müssen eine Fußballlizenz haben. So, Kalli hatte jetzt eine Mannschaft, dann hieß es wieder, Sonderlehrgang, Jupp Derwall war sein Freund von Fortuna Düsseldorf, den kannte er, da hatte der innerhalb von 4 Wochen, wo sie jetzt fast ein Jahr hingehen für einen Fußballlehrerschein, den hat er in 4 Wochen gemacht. Und der Chefste war, der kam immer nur freitags. Vorher, die Woche hatte der Boss trainiert. Waren ja immer nur Spielkes haben wir gemacht. Und Kalli kam immer freitags von der Sporthochschule. Und dann hieß es erstmal, alle zusammenkommen. Ja, wie Trainer haben wir gesagt, machen wir kein Spielken. Moment, sagt er. Hat er sich einen Stock genommen und wollte uns Spielzüge in der Asche malen, Bernhard. Ja, aber der Trainer, was ist das denn? Ja, das ist Taktik. Da hat er in Köln auf der Sporthochschule Taktik gehört. Und sagt, ja, Trainer, lass uns da wieder spielen. Nein, sagt er, Moment, und hat uns Spielzüge in die Asche gemalt. Aber
Das war Kalli Feldkamp, aber wie der Bernhard richtig gesagt hat, der Kalli konnte motivieren und war am Anfang auch nicht so sprachbegabt, aber er konnte uns heiß machen. Kalli hat danach... Fällt mir gerade so ein, das habe ich jetzt gleich schon wieder vergessen. Er hatte also unter anderem immer den Ausspruch, am Sonntag haben wir Oberhosen vor die Brust. So fing Kalli an. Vor die Brust. Aber hinterher war er dann rhetorisch. Ja, Kalli war nachher rhetorisch und halt gut, aber am Anfang hatte er unheimlich Schwierigkeiten, aber konnte uns richtig motivieren und richtig heiß machen. Also Kalli gefiel uns als Trainer wirklich, muss ich sagen, gut. Nur nach so ein paar Jahren hast du auch gedacht, ach, den hast du wieder in den Ohren, der bölkt da wieder rum. Und das war dir dann auch schon wieder zu viel. Aber Kalli Feldkamp war schon wirklich gut. Aber dann wurde er entlassen, Kalli Feldkamp wurde entlassen. Wir spielten in Berlin gegen eine Mannschaft, die hatte noch keinen Punkt. Spandau. Hier war normales Wetter und der Boss hat ihm vorher noch gesagt, Kalli, in Berlin schneidet, ist gefrorener Boden. Habt das richtige Schuhzeug mit? Haben wir natürlich nicht gehabt. Wir haben nur Stollen gehabt. Wir sind da rumgeeiert. Spiel 0-0. Das Spiel ist 0-0. Der Alte lag mit Fieber zu Hause im Bett. Montags morgens Telefon, musste ich mit Rudi Klimke zum Alten nach Hause kommen. Sagt er, Kessi, ich will ihm nur sagen, bleib mal gleich hier sitzen, gleich kommt der neue Trainer. Ich habe den Kalli heute Morgen gelassen. Ich habe ihm doch gesagt, nimm das richtige Schuhzeug mit. Da haben wir 0-0 gespielt, hat in den ersten Punkt geholt, sagt er. Ich habe einen Fiebersturz gekriegt, sagt er, als ich das Ergebnis gesehen habe. Das haben sie, glaube ich, mit Ausrufezeichen in der Sportschau gezeigt. In der Tagesschau. Das war ein Punkt haben die gemacht. Und das hat, ich habe ihm gesagt, da ist gefroren, das schneidet, nimm das richtige Schuhzeug mit. Aber der hört nicht. Bleib hier sitzen, sagt er gleich, kommt der neue Trainer. Ich habe den Kalli heute Morgen entlassen. So ist der Kalli dann entlassen worden. Und dann kam, wie hieß er? Helmut Witte. Der hatte die zweite Mannschaft, wie das dann immer war. Helmut, traust du dir zu? Ja, ja, sagt er, ich mach das. So wurde er wieder Trainer. So, jetzt kam der Trainer. Wir hatten von den Amateuren schon gehört. Der macht Klamotten. Der macht Überschlag auf Aschenplatz mit den Spielern. Der macht Dinger. So, jetzt abends Training, wieder im Stadion, 5:30. Training, alle erstmal hoch oben in den VIP, wo jetzt der VIP-Raum ist. Da stand immer noch so eine alte Schultafel. Wir uns erstmal hingesetzt haben und gedacht, der erzählt jetzt erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, erzählt der erstmal, was, das wird gemütlich hier. Dann nahm der nur die Kreide. Mein Name ist Helmut Witte, schrieb der da dran, und alles andere draußen, raus. Ja, wir sitzen da gerade gemütlich, was soll das denn jetzt? Wir auf den Ascheplatz kommen da an. So, sagt er, zum Warmmachen, Bernhard Weissert, machen wir mal 50 Spurz auf 50 Meter. Trainer, aber 50 Spurz auf 50 Meter? Ja gut, sagt er, machen wir erstmal 25. Und da wussten wir schon, den haben wir im Sack. Ja, mal eine Frage nochmal an den Bernd. 74 Meisterschaft und Aufstiegsrunde und danach konnte man nie wieder an diese Erfolge anknüpfen. Woran mag das wohl gelegen haben? Woran hat es gelegen? Ad 1 sind die Leute, die dann ab 75 zu uns gestoßen sind, von der Ausstrahlung und von der Persönlichkeit und auch von dem Können her nicht in der Lage gewesen, der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. Sondern wir haben dadurch, dass der Hannes Bongartz dann mehr oder weniger ja schon vor der Aufstiegsrunde wusste, dass er gehen würde. Er war ja damals der teuerste Einkauf in der Bundesliga. Für 700.000 mussten die Schalker alle noch eine Bongartz-Mark zu jeder Eintrittskarte bezahlen. Und dann hat letztendlich auch für mich den Ausschlag gegeben, dass wir es in der Aufstiegsrunde nicht gepackt haben, weil wir dazu sehr mit anderen Dingen beschäftigt waren, wie der Kessi schon gerade erzählte. Einmal war es für alle wichtig zu wissen, was gibt's. Und das war auch letztendlich der Ausschlag für die Niederlage gegen Nürnberg, weil wir, hat der Kessi jetzt gerade nicht so richtig wiedergegeben, eine Viertelstunde vor Anstoß erst im Stadion waren, vor dem entscheidenden Spiel für uns. Wenn wir das gewonnen hätten, wären wir durch. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff erst im Stadion, uns gar nicht vernünftig warm gemacht und das Spiel war kaum ein oder zwei Minuten alt, lagen wir schon 1-0 hinten. Dann weiß man selber, da wird man nervös und noch nervöser. Hinterm Tor stand einer vom 1. FC Köln,
Der hat dann gesagt, es ist nicht zu verstehen, Wattenscheid hat 70 Minuten nur im gegnerischen 16er gelegen und nicht in der Lage gegen den Torwart, das war ein Schotte, ne? Neff, oder wie hieß der, Neff? Ja, ein Schotte von Glasgow. Der hat gehalten wie ein Weltmeister. Also wir haben gegen Nürnberg insgesamt 4 Punkte abgegeben, also 2-mal gegen die verloren. Wenn wir die Spiele gewonnen hätten, und die hätten wir gewonnen, wenn wir mit einer normalen Einstellung ins Spiel gegangen wären und hätten uns da nicht mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigt, um letztendlich zu klären, ob wir jetzt 2.000 oder 3.000 für einen Aufstieg bekommen. Das sind so Dinge, die letztendlich den Ausschlag geben, dass man das Ziel, was man sich dann vorgenommen hat, nicht erreicht. Und des Weiteren nochmal zu der Frage, warum hat das hinterher nicht mehr geklappt. Ein ganz entscheidender Punkt war auch, dass der Carlos Babington dann verpflichtet wurde und der hat dann für sich in Anspruch genommen, eine Sonderstellung zu haben, und der hat dann seine Monatsabrechnung immer schön in der Umkleidekabine so platziert, dass jeder lesen konnte, was er verdient. Und dann haben von Umziehjungs gedacht, die vermeintlich besser waren, der kriegt so und so viel, dann sollte er aber auch für so und so viel laufen. Und dann hat es letztendlich nicht mehr gereicht, weil wir eins auch den Motivator nicht mehr hatten. Wir hatten dann von Trainerpersönlichkeiten bei weitem nicht das, was wir hätten haben müssen, um letztendlich, wie er schon sagte, uns in den Arsch zu treten. Ist ja ganz wichtig, wenn da so ein Hampelmann da steht, der weder dir was zeigen kann, noch... den habe ich übrigens hinterher auch nochmal gehabt, den Witte, da trainierte der Borussia Dortmund, und die kamen gegen unsere A-Jugend. Ich war A-Jugendtrainer hier, kam der Witte dann zu mir und sagte, mach halt nicht so dolle gleich. Der hatte 6 Nationalspieler, und bei Wattenscheid spielte kein einziger Nationalspieler, Borussia Dortmund A-Jugend. So ein Hampelmann trainiert da Borussia Dortmund A-Jugend. Das Spiel war keine 3 Minuten alt, da lagen die schon mit 4-0 hinten. Da kam er in der Halbzeit und sagte, mach das nicht so dolle. Das war dann Trainer von Borussia Dortmund. Aber man muss sagen, genau, ich weiß nicht, mit dem unter Helmut Witte, wie wir da wie geworden sind. Wir sind unter Helmut Witte, obwohl er im Prinzip kein Trainer war, sag mal, wir konnten frei aufspielen. Der Kalli Feldkamp, den hast du nur in den Ohren gehabt, der bölkte da nur rum. Und bei dem Helmut Witte konnte man spielen, wie man wollte. Aber wir haben dann noch Erfolg gehabt. Du musst ja wissen, wie viel da wir geworden sind. Wir sind, glaube ich, der Dritte oder Vierter geworden. Einmal seit der Fünfte. Wir sind nochmal richtig, nach oben gekommen, ja, unter Helmut Witte. Wir haben ein entscheidendes Spiel mit dem Witte unentschieden gespielt, weil er da den Keutker und den Behren rausgefeuert hat und hat den Kuziki spielen lassen, und da haben wir 2-2 gespielt, und da hast du dann auf den Torwart gelegen, hast mit dem geschimpft, da hat der Alte dann am anderen Tag dich dafür verantwortlich gemacht, dass wir da nur 2-2 gespielt haben. Aber hätten wir da gewonnen, dann waren wir zumindest schon mal als direkter Aufstiegskandidat, wären wir auf dem zweiten Platz gewesen. Also war ganz knapp, aber wie gesagt, mit einem anderen Motivator als Trainer oder ein Fachmann hätten wir das locker geschafft. Ja, bis 77 warst du dann aktiv, Bernd, und hast dann deine aktive Karriere in der zweiten Bundesliga für die SG Wattenscheid 09 beendet. Wie bist du heute, 36 Jahre später, dem immer Verein noch verbunden? Ganz eng mit dem Verein verbunden. Wir haben dann, nachdem ich dem Steilmann irgendwann mal gesagt habe, also ich spiele jetzt hier nicht mehr für die Traditionsmannschaft, weil ich letztendlich immer derjenige war, der dann samstags morgens um 10 oder 11 Uhr noch 5 oder 6 Leute besorgen musste, weil der Obmann Elmar Faure nicht in der Lage war, die Leute ranzukriegen. Und ich habe dann immer noch 4 oder 5 Leute angerufen und denen mehr oder weniger verständlich gemacht, dass sie um 2:30 auf dem Platz zu stehen haben. Mehr oder weniger unter Druck. Und irgendwann hat der Steinmann gesagt, wir sind wieder nur zu 10. Dann habe ich gesagt, nee, wir sind 11. Hat er wieder abgezählt, nur 10. Dann erzählen wir mal zusammen. Und ich war dann der 11. Da sagt der Steinmann, ach, du willst auch mitspielen. So ungefähr, was willst du denn hier? Da habe ich gesagt, weißt du was, für mich ist jetzt Feierabend, Schluss. Dann bin ich zur Superliga gegangen und habe mit 50 bis jetzt 65, 15 Jahre in der Superliga gespielt. Wir haben auch sensationelle Erfolge errungen. Auch alles mit ehemaligen Spielkameraden. Der Günther Misterik war dabei, der vor 14 Tagen gestorben ist. Wir haben den deutschen Meister gemacht, 2-mal mit der Mannschaft, westdeutschen Meister, Westfalenmeister mit der Ü50 und mit der Ü60, also wir sind sehr erfolgreich, und die Titelverteidigung stehen jetzt an.
Deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, nicht so lange heute Abend, weil wir haben morgen wieder ein schweres Spiel. Dem kann leider nicht entsprochen werden, tut mir leid. Wir sind auch gerne hier, weil wir 09er sind, von Anfang an. Mein Vater hat früher schon bei der SG Wattenscheid 09 gespielt, mein älterer Bruder. Ich habe bei DJK Altstadt gespielt, dann hinterher bei DJK Mark. Und wir haben dann einmal gegen die A-Jugend von Wattenscheid 09 im Stadtgarten gespielt, haben wir 9-1 gewonnen, habe ich alle 9 Tore gemacht. Der Steinmann war hinterm Tor. Dann hat er so gesagt, ab Montag kommst du zum Training. Dann war ich, ja, und dann hat er gesagt, kommst du zum Training. Dann war ich beim ersten Training, 36 Leute beim ersten Training. Da habe ich gesagt, was willst du denn hier? Da hast du doch gar keine Chance. Dann haben wir so Diagonalläufe gemacht, da bin ich dem Herbert Fischer in der Hacken getreten. Und das war so ein ganz impulsiver, hat er gleich gesagt, und für dich ist heute der Schluss. Das hast du nicht umsonst gemacht. Ab morgen bist du nicht mehr dabei. Such dir schon einen anderen Fall. So frech war der, ja. Aber letztendlich war er dann weg und ich war bis heute immer noch da. So läuft es manchmal im Leben. Ja, dein Bruder ist immer noch als Trainer, als Co-Trainer hier bei der SG Wattenscheid und bei der zweiten Mannschaft, dabei. Ja. Holt er sich ab und zu mal ein paar Tipps bei seinem Bruder, beim ehemaligen Profi, ja, oder braucht er das gar nicht? Dann ist ja so, mit Tipps holen, man will ja nicht auftreten als Alleile, als Allwissender, sondern jeder muss sich weiterentwickeln und der macht seine Sache ganz hervorragend für das, dass er vom Verein überhaupt nicht unterstützt wird. Er hat natürlich im letzten Jahr schon fast die Meisterschaft gehabt. Jetzt sind sie wieder kurz davor und haben jetzt wieder eine Schwächeperiode. Ich habe gehört, am Sonntag 5-2 verloren. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, weil ich einen Enkel habe, der den Opa von morgens bis abends am Laufen hält. Der steht manchmal schon morgens um 8 Uhr mit Fußballschuhen am Bett und sagt, Opa, aufstehen, wir gehen Fußball spielen. Ja, man bleibt den Opa dann über vor dem Frühstück, rennt man schon hier an der Berliner Straße auf dem Platz rum und Flecken. Vielleicht wird das mal ein Fußballer, weil meine beiden Söhne es leider nicht geschafft haben oder gar kein Interesse hatten, Fußball zu spielen. Vielleicht Wattenscheids Next Top Footballer. Wir gehen mal zurück auf den Kessi. Und zwar hast du nach deiner aktiven Karriere eine aktive Karriere abseits des Spielfeldes hingelegt, hast die Vereinsgremien durchlaufen und warst dann auch federführend, was den Bundesliga-Aufstieg, die Zusammenstellung des Aufstiegskaders betrifft. Ja, kannst du da vielleicht mal sagen? Also ich habe in der Saison 77-78 habe ich Schluss gemacht. Bernhard hatte schon Schluss gemacht. Das war auch, was der Bernhard sagte, die Spieler, die wir hatten, die hatten nach und nach, haben die alle Karriere beendet. Oder wir hatten Jürgen Jendrosek, der kam aus Köln, der zog wieder nach Köln, der Rudi Klimke, sag mal, der ging dann wieder nach Bonn, der hat in Bonn gebaut, der ging dann wieder zurück. Und so hörte Detlef Rosellen, der hörte auf. So hat nach und nach haben immer gute Spieler von uns aufgehört und es kam nicht, sagen wir, die Qualität wieder nach. Und ich bin 68 gekommen, bin 69 angefangen, Januar 69 angefangen, habe meine Saison 77, 78, obwohl ich noch ein Jahr Vertrag hatte, habe ich beendet. Auch, wie der Bernhard sagte, ganz blöd. Die Saison war vorbei und ich war wirklich noch im Saft, ich war noch gut drauf und wollte nur noch ein Jahr spielen, weil beruflich war man schon überlastet und man hatte auch die Zeit nicht mehr. Aber ich hatte gesagt, ein Jahr spiele ich noch und der Klaus Stahlmann hat den Hubert Schied als Trainer zurückgeholt. Und ich hatte den Hubert Schied ja hier als junger Bursche schon 4 Jahre, mit dem wir ja auch aufgestiegen sind. Aber wir hatten immer Zoff, immer irgendwo stimmte die Chemie nicht. Und wie gesagt, in der Sommerpause, Hubert Schied wurde neuer Trainer und in der Sommerpause sagte der Boss zu mir, sagt der Kessi, der will ich absägen. Ich sage, was will der? Ich sage, ich spiele jetzt noch ein Jahr und das eine Jahr spiele ich jetzt noch. Ja, aber der hat mir gesagt, der will ich absägen. Gesagt, getan, habe ich mir angehört und Bernhard kriegte dann mit. Hubert Schied kam, wir hatten gerade Mittagspause, 1 Uhr. Hubert Schied kam rein, wollte zum Stallmann hochgehen und ich kam raus, treffe ich den. Ich sage, Schied, sagen Sie mal, ich habe vom Boss gehört, Sie wollen mich absägen. Eine Sache gehen, schaffen Sie sowieso nicht. Ich sage, dann ein Jahr spiele ich noch und dann beende ich meine Karriere und dann ist Schluss. Und wir haben uns fürchterlich an den Köppe gehabt. Und wie gesagt, dann ging die Vorbereitung los.
Und alle sagten, hör mal, bist du bekloppt? Was rennst du? Ich sagte, der will mich da absägen, aber das schafft der Sohn nicht. Auf jeden Fall, das ging los, bis ich bin Spielführer geworden. Das passte ihm schon gar nicht, der war wieder knatschig. Auf jeden Fall, erste Meisterschaftsspiel vergesse ich nie, in Fortuna Köln. Alle im Kader, nur ich war gar nicht dabei. Dann ging das in der Kabine wieder, da trainiert man im Eintracht, alten Eintrachtstadion, habe ich mit dem wieder eine Köppe gehabt. Ging noch 14 Tage, alle im Kader, ich war nicht dabei. Da bin ich zum Stahlmann hochgegangen, ich sage, Boss, ich mach Schluss. Ich sage, das hat keinen Zweck mehr. Ja, sagt der Kessel, habe ich doch gesagt, spielt sie in alten Herren bei mir, wie Ben halt gerade sagte. Ja, da war ich Stammspieler in alten Herren auf einmal. So ist das bei uns gelaufen. Aber wie gesagt, das war dann 77, 78 die Saison. Und wie gesagt, dann ging es auch nicht mehr so gut. Dann ging es etwas ab, weil auch die Qualität an Spielern nicht mehr da war. Sagen wir, wir waren noch eine Generation, so ungefähr Straßenfußballer. Wir sind auf der Straße groß geworden. Und unser Training war, wenn man das mit heute vergleicht, überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Wir haben total falsch trainiert. Uns haben sie lang gemacht, wir sind wirklich aus den Schuhen gefallen, aber wir haben total falsch trainiert. Aber wie gesagt, und die guten Spieler, die dann aufgehört haben, waren nicht mehr zu ersetzen, die Qualität kam nicht mehr nach und dann gegen Wattenscheid ging es wieder etwas bergab. Aber wie gesagt, das war dann 77, 78, als ich Schluss gemacht habe. Dann kam der Zeitpunkt, dass Klaus Stahlmann mit seiner Firma total überfordert war. Der hatte die Zeit nicht mehr, sich um den Club zu kümmern. Und dann kam der Karl Schilz, der Name ist vorhin schon aufgetaucht, wurde Präsident. Das war Dr. Karl Schilz. Der spielte in der zweiten Mannschaft, hat er auch bei uns gespielt und der wurde Präsident. Und wie gesagt, der hatte mich dann angesprochen. Du, sagte Kessi, ich möchte ganz gerne, dass du mitmachst. Ich möchte gerne, dass du zweiter Vorsitzender wärst. Nein, ich sag, das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin jetzt nur unterwegs gewesen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen in Familie. Und dann der alte Stahlmann, der kam auch immer zu mir. Kessi, ich will, dass du das machst. Nein, ich sage, ich mach das nicht. Das ging wochenlang, ging das hin und her. Und immer wieder beim Alterrenspiel sagt er, du machst das. Nein, ich sage, ich mach das nicht. Ich mach jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Auf jeden Fall hatten wir wieder Gran Canaria, wieder ein Fußballturnier. Auf jeden Fall, ich hatte noch Geburtstag. Da wurde eine Sause gemacht. Auf jeden Fall, dann hat er mich so weit gehabt, glaube ich, um 2 Uhr nachts kam er wieder an und sagt, ich will, dass du das machst. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mach das. Dann hat er nachts noch um 3 Uhr meine Frau angerufen. Die hat gedacht, da ist jetzt wunderbar, was passiert. Da sagt er, Susanne, ich will dir nur sagen, jetzt habe ich ihn soweit, er macht es, der steigt jetzt im Vorstand ein. So bin ich in den Vorstand von Wattenscheid 09 gekommen und ich wusste ja vorher, wie Spieler verpflichtet worden sind für Wattenscheid 09. Die sind beim Klaus Stahlmann vorbeigefahren, dann hat er sich mit dem unterhalten, dann hat er vielleicht mal geguckt, ach, der hat zwei Beine, hat er, aber der hat einen netten Eindruck gemacht. So hat er dann Spieler verpflichtet, aber sagte, der hat einen netten Eindruck gemacht, der war ganz gut, aber wusste gar nicht, wie gut er als Fußballer war. Aber wie gesagt, da bin ich da eingestiegen und habe mal gesagt, so, jetzt gucke ich mal, interessiere mich dafür, gucke mir Spieler an, fahre durch die Gegend und versuche, Spieler für Wattenscheid 09 zu gewinnen. Und das hat über einige Jahre ja wirklich gut geklappt, bis zum Bundesliga-Aufstieg 89-90. Da hatte ich eine Mannschaft zusammengestellt, die ich fast alleine zusammengestellt habe. Hannes Bungertz wurde Trainer, der kam vom FC Zürich, der ist von Kaiserslautern nach Zürich gewechselt und kam von Zürich, kam der zu uns nach Wattenscheid und sagte zu mir, immer die 22 Affen, die du mir da hingestellt hast, wo kann ich damit spielen? So ist er, Hannes, zwischen Platz 3 und 7 kannst du mit der Truppe immer spielen, so viel da drin. Da sagt der Kessi, ich sag dir eins, ich spiele eine Vierer Abwehrkette, das habe ich noch nie gehört. Ich sage, was willst du spielen? Ja, sagt er, ich spiele eine Vierer Abwehrkette. Ich weiß noch, wenn wir mit Lautern und mit Schalke, also in der Bundesliga, wenn wir gegen Holländer oder Schweden gespielt haben, haben wir uns immer die Ohren gebrochen. Die haben schon die Viererkette gespielt, die in Deutschland noch gar nicht bekannt war. Da sagt er, wenn das hinhaut, sagt er, sag ich dir, fällt ein Affe aus dem Nest. So, und das hat er gespielt und ich weiß, ich habe mir die Trainingseinheiten angeguckt, wie der den Spielern das beigebracht hat, wie die eine Viererkette spielen. Wie die sich zu verhalten haben. Bis zum Erbrechen hat er denen das beigebracht. Jetzt hat er natürlich Glück gehabt. Ich habe ihm den Jörg Sobig von der Schalke A-Jugend geholt. Ich habe den Uwe Neuhaus von Remscheid geholt. Den Jörg Bach
Der hat gegen Eisenbahnschienen getreten. Und rechts spielte Emma. Und davor Thorsten Fink, den ich von Borussia Dortmund Amateure geholt habe. Das klappte hundertprozentig. Ich habe immer gedacht, das ist ja nicht normal, wie wir spielen. Der hat die Viererkette optimal gespielt. Da hat in Deutschland noch keiner an die Viererkette gedacht. Deswegen will ich nur sagen, die hat Hannes Bongertz. Irgendwo will immer einer derjenige gewesen sein, der die Viererkette eingeführt hat in Deutschland. Nee, das war Hannes Bongertz. Da waren natürlich die Spielertypen. Der Uwe Neuhaus, kopfballstark, Kopf der Mannschaft. Jörn Bach, der dazwischen gekloppt hat. Der Jörg Sobig, der Fußballer, der beste Fußballer, den wir überhaupt hier hatten. Der hat, glaube ich, mit 18 schon gespielt, ist aufgestiegen. Also das war sensationell, wie die Truppe zusammengepasst hat. Aber der Erfolg, der da war, das waren nicht die großen Fußballer. Aber vom System, wie er gespielt hat, war das der Verdienst von Hannes Bongertz, dass wir aufgestiegen sind und 4 Jahre in der ersten Liga mit einfachen Mitteln geblieben sind. Ja, und über dieses moderne Spielsystem hat Hannes Bongertz hier vor 4 Wochen auch geplaudert. Er hat als aktiver Spieler das System vom IFK Göteborg übernommen, die 81-82 den UEFA-Cup gewonnen haben und auch über die Station 1. FC Kaiserslautern. Und sein großer Inspirator war kein anderer als Sven-Göran Eriksson, den wir heute alle kennen, der als junger Trainer dieses Spielsystem bereits in Schweden und auch auf internationalem Top-Niveau angewendet hat. Ja, und das hat sich dann bis nach Wattenscheid umgesprochen letztlich und wurde in Wattenscheid praktiziert. Allerdings gehören da auch Spieler zu und gute richtig, Spieler, gute richtig, Talente. Die hast du herangeschafft. Wie lief das Scouting damals in der Zeit, in der es noch kein Internet, in der es noch keine Mobiltelefone gab? Wie hast du das damals bewerkstelligt bekommen? Jörg Sobig, der spielte Schalke A-Jugend. Da sagte mir einer, da ist einer in Schalke, ein Sobig. Kessi, guck dir den mal an, das ist ein guter Zocker. Da habe ich mir den angeguckt, da hatten ein Turnier irgendwo im Dortmunder Raum. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, der kann ja wirklich gut zocken. Und dann habe ich den noch 3-mal habe ich den gesehen und da habe ich gesagt, da war der 18 Jahre, ich sage, da gibt es überhaupt nichts, den hole ich rüber. Für ganz kleines Geld, ich glaube, der hatte 5.000 oder 7.000 Mark Ablöse gekostet. So habe ich den rübergeholt. Uwe Neuhaus, den kannte ich von Rot-Weiß Essen, weil ich oft an der Hafenstraße war. Und der Uwe war sensationell, hat der gespielt. Dann kriegte der aber eine schwere Verletzung und ist fast ein ganzes Jahr ist der ausgefallen. Und ging dann von Rot-Weiß Essen, die haben denen das nicht mehr zugetraut, ging der nach Remscheid. Hat der in Remscheid in der Oberliga gespielt. Und ich bin gerne in der Remscheid gefahren, weil immer gute Fußballer hatten, Remscheid. Und da sehe ich den Uwe Neuhaus wieder zocken. Ich denke, verdammt nochmal, da ist er wieder ganz der Alte. Der hat wieder überragend gespielt. Da habe ich mir den noch 2-mal angeguckt. Da habe ich gesagt, den rufe ich an. Der wohnt in Essen-Krai an der Kaserne. In Krai. Ich rufe den Uwe an. Ich sage, Uwe, hast du Zeit im Moment? Kannst du mal rüberkommen zum Stadion? Ja, worum geht es denn? Ja, ich sage, ich möchte ganz gerne einen Vertrag mit dir machen. Oh, sagt der Herr Klee, ich habe aber schon einen Vertrag in Wuppertal unterschrieben. Da hatte der Uwe schon einen Vertrag in Wuppertal, die spielten Amateurliga. Und zu der Zeit löste der Lizenzspielervertrag den Amateurvertrag auf. Also haben die Wuppertaler stinksauer, haben die natürlich in der Röhre geguckt. Ich habe den Uwe hier unter Vertrag genommen. Der war, glaube ich, 8 oder 29, der Uwe. Aber das war der Kopf der Mannschaft, der hat den ganzen Laden hinten zusammengehalten. So ist das mit Uwe Neuhaus, da war der schon 8 oder 29. Aber ich habe den wieder gesehen, weil ich den Jahre vorher von Rot-Weiß Essen erkannte. Da habe ich gesagt, das ist ein Junge, den kann ich gebrauchen. Thorsten Fink, beste Beispiel. Thorsten Fink habe ich von Dortmund Amateure geholt. Ich habe mir den Thorsten Fink angeguckt und habe gesagt, das ist einer. Da sagt der Klee, ich komme nach Wattenscheid, den wollte ich nur für die zweite Mannschaft holen, nicht für die Profimannschaft, für die zweite Mannschaft. Der war bei der Bundeswehr Fußballkompanie in Kupferdreh. Und der rief mich so einmal die Woche an, ich habe ihm gesagt, Thorsten, ich hole dich nach Wattenscheid, du hast mein Wort, ich hole dich rüber. Den wollte ich nur für die zweite Mannschaft haben. Und der rief mich immer von der Kaserne, rief er mich immer an, erzählte, was so los war. Und auf einmal meldet er sich nicht, eine ganze Zeit, da sagt meine Frau, hör mal, was ist denn mit Fink Thorsten los? Der meldet sich gar nicht mehr bei dir. Der ruft doch immer an. Ja, ich sagte, ruhe ich jetzt mal an. Ich rufe den an. Oh, sagt der Herr Klee, neue Situation. Ich kann da Rot-Weiß Essen gehen. Ich soll da unbedingt hinkommen, soll unterschreiben. Der sagt, pass mal auf, jetzt sage ich dir eins. Morgen früh kommt sie erstmal Firma Stahlmann. Ich habe mir erklärt, wie er zur Firma kommt. Ist er vorbeigekommen. Sagt, da kann ich meinen angehenden Schwiegervater mitbringen. Ich sage, den kannst du auch mitbringen. Vorbeigekommen und dann ging das los. Aber sagt der Klee, Wattenscheid zweite Mannschaft, Rot-Weiß Essen kann die zweite Bundesliga spielen.
Ja, ich sag, Thorsten, jetzt mal unter uns. Traust du dir dazu? Ich meine, ich habe dich gesehen, du bist kein schlechter Junge, aber traust du dir die zweite Liga zu? Ach ja, sagt er, da traue ich mir schon zu. Und der Schwiegervater, der Angehende, der sagte immer noch, ich kenne den Klaus Steinmann. Thorsten, die ist halt sicherer, rot was essen, der ist unsicher, kriegst du nachher kein Geld, der redet der auch immer dazu. Und dann ging das los. Ich sag zum Günther Ritter, ich sag, hol den Lizenzspielervertrag mal raus. Ja, wie sagt er, der soll ein Amateur. Ich sag, hol den Lizenzspielervertrag, der kriegt jetzt hier einen Lizenzspielervertrag. 2 Jahre. Nee, Herr Klee, 1 Jahr unterschreibe ich. 2 Jahre, das ist zu viel erstmal. Ich sag, 2 Jahre unterschreibst du jetzt hier. Sonst kann der Schwisse über den Kugelschreiber wieder zurück. Nein, sagt er, 1 Jahr. Nein, ich sag, 2 Jahre unterschreibe. Dann ging hin und her. Ja, sagt er, gut, ich unterschreibe. Dann bin ich in Urlaub geflogen, vergesse ich nie nach Spanien. War ein paar Tage da. Hannes fing mit dem Training an. Morgens, da ging um 8 Uhr Telefon. Ich lag noch im Bett. Hannes rief an. Ey, Kessi, was hast du mir denn dafür eingegeben? Ja, sagt, wen meinst du denn? Ja, den Fink. Ja, sagt Hannes, packt er das nicht? Hör auf, sagt er, wo ist er denn her? Das ist ein Riese, sagt er, das ist ein Riese. So kam der, der war auf Anhieb, war der Thorsten Fink da, Stammspieler und vor allen Dingen, Thorsten war, ich sage mal, da war ein Sonnenschein. Der kam morgens rein, der war schon gut gelaunt, da war die Stimme gut. Der Thorsten war also sensationell, die Jahre, die der, da waren ja 5 Jahre, die der gespielt hat. 1 Jahr Aufstieg und dann 4 Jahre Bundesliga. Ja, und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. 2001 hat er dann mit dem FC Bayern München die UEFA Champions League gewonnen und den Feinschliff, den nötigen dafür, den hat er zweifelsohne hier im Umfeld der Lohheide erhalten. Ja, jetzt 20 Jahre später, 20 Jahre nach der Bundesliga, stehen wir irgendwo im grauen Mittelmaß. Wie siehst du die Dinge? Wie hast du den sportlichen Verfall miterlebt? Und wie bewertest du den aktuellen Stand? Es scheint ja wieder aufwärts zu gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr da gewesen. Aber mein Herz, ich bin Wattenscheider durch und durch. 09er. Ich bin, nachdem Hannes Bongertz aus der Regionalliga abgestiegen ist, die haben, glaube ich, das letzte Spiel in Preußen Münster verloren und sind abgestiegen und waren dann Oberligist. Und ich weiß, Günther Ritter, der ehemalige Präsident von 09, rief mich an morgens und sagte, du musst mal runterkommen, du musst mal helfen. Wie gesagt, da bin ich runtergefahren, da war im Prinzip ein Spieler, der noch Vertrag hatte, da war Markus Katriniok und alle anderen Spieler waren weg. Und da musste man jetzt innerhalb von, ich sag mal 4 Wochen, musste man quasi eine Mannschaft aus dem Boden stampfen, die gleichzeitig aber aufsteigen musste, weil wir einen Schuss frei hatten. Wir hatten nochmal Geld von Schalke bekommen für Altintop. Da hatten wir jetzt einen Schuss frei und der musste sitzen. Und das sah am Anfang ja auch nicht so gut aus, aber letztendlich haben wir den Sprung geschafft und sind wieder in die Regionalliga, damals noch 3. Liga. Aufgestiegen, was für mich persönlich wirklich nochmal gut war. Aber dann kamen die finanziellen Probleme auf. Aber ich habe in der Zeit gemerkt, ich bin ja insgesamt, glaube ich, 28 Jahre als Spieler und Funktionär im Verein gewesen, was ja wirklich eine Ewigkeit ist, muss man sagen. Aber als ich dann wieder zurückgekommen bin, musste ich wirklich feststellen, es war nicht mehr mein Wattenscheid 09, wie ich Wattenscheid 09 kennengelernt habe, als Spieler und sagen wir mal 18 oder fast 20 Jahre als Funktionär, wo wir wirklich, sagen wir mal, eine gute Truppe hatten im Vorstand. Es wurde alles besprochen in der Mittagspause zwischen Kartoffelsalat und Würstchen, wurde alles besprochen. Ich bin abends durch die Gegend gefahren, habe die Spieler versucht unter Vertrag zu kriegen oder auch nicht. Viele Spieler bin ich durch die Gegend gefahren, da bist du wieder 3 Stunden umsonst gefahren, was sich nicht gelohnt hat, aber es hat unterm Strich Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war unser Leben, das war unser Verein, da hing man dran, dafür hat man alles getan. Wir waren ehrenamtlich, da wurde kein Geld bezahlt für die Vorstandstätigkeit oder sagen wir mal sportlicher Leiter oder Manager, wie man das heutzutage schimpft. Das war normal. Klaus Stahlmann schwebte da oben drüber, dem wurde wieder gesagt, man hat den und den Spieler wieder geholt. Dann hat er mich wieder ausgemeckert, was hast du denn da wieder für eine Taube geholt? Das war immer. Das Schlimmste war mit Michael Preetz, den habe ich von MSV Duisburg geholt. Den kannte ich von Düsseldorf her, von der Jugend her, der hat Düsseldorf hochgeschossen, der hat Saarbrücken in der Bundesliga geschossen, der hat Duisburg in der Bundesliga geschossen. Nur bei uns war dann ein Rohrkrepierer.
Da ging gar nichts. Der ist da rumgelaufen und jedes Mal nach dem Spiel kam der Alte wieder zu mir. Kessi, was hast du denn dafür? Der kann ja gar nichts. Wenn ich den nur höre, dann kriege ich schon Pickel, hat der Alte immer gesagt. Der ging nach Hertha BSC, wurde Torschützenkönig und Nationalspieler. Und immer wieder, wenn wir mit den Alten hergespielt haben, dann haben wir immer noch den Schluss von der Bundesliga mitgekriegt. Dann hieß es wieder Tor durch Preetz. Dann hieß es, Boss, der Preetz hat wieder ein Tor gemacht. Ach, dann war der wieder ganz am Boden. Ja, aber das... Bitte? Ja, ja. Für mehrere. Darf ich mal zum Preetz was sagen? Ja. Wenn der aber interviewt wird, ne, der spricht immer schlecht über Bayern. Immer. Das ist so unfair, ja. Ja, also das muss ich sagen. Also wie gesagt, der hat 2 Jahre hier gespielt und war auch nicht gerade ein schlechter Verdiener, aber hat hier total, fußballerisch total enttäuscht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gut, so ein Pech hast du, mein einem Verein kommt da nicht klar. Also ich war maßlos enttäuscht, wie der sich hier verkauft hat. Der stand da wie so ein Stehgeiger da vorne rum. Also das war wirklich... War wirklich schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde das unfair, wenn einer dann so schlecht... Das macht man nicht. Ich habe das noch gar nicht gehört. Also, ja. Ja, da war immer so ein Schlau-Schlau. Weißt du, der wollte immer noch diskutieren. Und wenn man gesagt hat, komm, hör auf, spiel Fußball und hau ab. Wir müssen den Kessel jetzt bremsen, der kriegt kein Ende, glaube ich. Genau, deswegen... Deswegen kriegt auch nochmal der Dieter Mietz das Mikrofon. Die ganzen Spieler kann ich gleich geben. Ich sag mal, Sergio Alievi zum Beispiel, den ich geholt habe, von Essen Schonnebeck. Er hat ja gespielt Landesliga. Der arbeitete bei Stahlmann im Lager und erzählte mir montags immer wieder, wie gut er war, dass er wieder ein Tor gemacht hat. Da habe ich mal gesagt, pass mal auf, den gucke ich mir mal an, den Vogel. Weil der immer gesagt, oh, er ist gut drauf und so weiter. Dann ging er wieder los, habe ich mir den angeguckt. Dann, oh, der ist ja gar nicht so schlecht. Dann sagt er zu mir, ich erkläre, ihr habt ein Probetraining beim MSV Duisburg. Ich sage, wo, Amateure? Nee, sagt er, bei den Profis. Ja, ich denke, das gibt es doch gar nicht. Dann habe ich den erstmal eingeladen zum Training bei Farid Yusufi. Habe ich den 3 Tage mittrainieren lassen, hat der Sergio wirklich gut trainiert. Aber Yusufi wollte immer nur ältere Spieler haben. Ah, sagt der Herr Stahlmann, wissen Sie, lass ihn nur bei Fidschi spielen, Amateure spielen. Freitagsabends, oder? Der Keks war geknabbert, nach Hause, samstags haben wir gespielt, ich gehe mit dem Boss zum Platz hoch, ich sage, Boss, lass uns keinen Fehler machen, für mich ist das einer, der kann das packen, vielleicht nicht auf Anhieb, aber der kann das packen. Ja, bist du der Meinung? Ja, ich sage, ich bin der Meinung, der packt das. Dann gebe ich ihm Vertrag, ja, ich sage, dann wollte ich das nur hören. Habe ihm einen Vertrag gegeben, 3 Tage später kommt er zu mir ins Büro und komm mal raus. Steht er so vor mir, bist du bekloppt? Ich sage, wie, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Wie kannst du dem so viel Geld geben? Ja, Moment, der Sterber, der hatte, glaube ich, 2.500 Mark oder ja, so einen Dreh. 200. Aber so steht er vor mir. Bist du bekloppt? Dann hat er wochenlang nicht gespielt, hat der Fahrer den ganz links liegen lassen. Nach 7 Wochen hat er das erste Mal gespielt gegen Bürstadt. Die waren mal ein Jahr in der 2. Liga. Sergio kommt bei Halbzeit rein. Wir lagen 2-0 hinten gegen so eine Taubenmannschaft. 2-0 hinten gelegen, Sergio kommt rein, macht 2 Tore selber, den dritten legt auf, wir gewinnen 3-2. Da gehe ich mit dem Boss durch den Tunnel, da sagt er zu mir, Kessi, du hast recht, der ist ja wirklich nicht schlecht. Ja, das habe ich noch gesagt. Aber so kann ich Dönekes erzählen, aber ich gebe den Mietze jetzt nochmal wieder weiter, der ist von Dillenburg gekommen. Aber wie gesagt, ich könnte... Ich muss den bremsen jetzt. Ja, genau. Bücher schreiben, weil ich hier in Wattenscheid erlebt habe und den Jungs, die ich geholt habe. Es hat viel Spaß gemacht, muss man sagen. Vielleicht finden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, dich nochmal hier auf unsere 09 Couch einzuladen. Ich denke mal, da ist noch viel Potenzial, was noch ausgesprochen werden kann. Heute ist keine Zeit mehr dafür, denn ich sehe, draußen ist schon dunkel. Wir haben... Ja, was haben wir? Gucken wir auf die Uhr. 10:50? 10:50. Ja, super. Das sind fast 4 Stunden Vollprogramm hier. Aber wir kommen nochmal auf den Dieter Mietz zurück. Ich wollte mich aber mal vorab nochmal bedanken für die Damen und Herren, die unsere Ausführungen gelauscht haben. Nicht nur unseren, von uns dreien, sondern auch von den beiden Vorgängern und von den Chronikern oder wie heißt das, Historikern. Historiker, genau. Um die Uhrzeit normal schlafen schon einige, aber das spricht wahrscheinlich dafür, für das große Interesse an der SG Wattenscheid 09. Noch ein Wort dazu, das muss ich unbedingt loswerden, zu der Familie Wattenscheid. Der Kessi hat es ja vorhin gesagt, der Huber Schied hat ja von den Trainingsmethoden hier einiges neu eingeführt, als er bei uns Trainer wurde.
hat aber auch versucht, kulturell Einfluss zu nehmen auf uns. Und zu diesen familiären Geschichten gehörten also auch unsere Frau und unsere damalige Freundin, wie auch immer. Und er hatte auch eingeführt, dass nach dem Spiel, wenn normalerweise alles auseinanderläuft, die Mannschaft erstmal zusammengeholt wurde. Zu meinem Kolpinghaus saßen wir hinten in seinem Raum. Und die Frauen saßen dann, wie gesagt, separat. Die waren immer knatschig, so eine Scheiße, die hält die immer fester und so weiter. Und der Hubert hatte meines Erachtens eine unwahrscheinliche Sprachbegabung. Er hatte fast in jedem Satz zwei Worte drin, mit, am Ende mit ihren. Und Bernd Grebe hat ja vorhin den Herbert Fischer erzählt. Der Herbert Fischer war einer der ältesten Spieler in Wattenscheid, zu meiner Zeit jedenfalls. Und der Hubert hatte unter anderem dann auch einen Satz geprägt nach dem Spiel: Ich werde dafür sorgen, ich werde euch exponieren. Und der Herbert Fischer saß neben mir, stieß er mich an und sagt: Dieter, ey, will der uns in die Luft sprengen? Und genauso gut, nochmal was, der Hubert hatte auch, konnte immer unwahrscheinlich gut Maß regeln, haben so Menschen an sich manchmal. Wir hatten Spieler bei uns, Klaus Wischnewski. Er war ein sehr guter Mittelstürmer, Klaus Funskerl auch, aber Klaus hatte mit seiner Sprache so ein bisschen Schwierigkeiten, mit dem Mir und Mich hat er oft verwechselt. Und da hat der Hubert auch gesagt: Klaus, im Beisein der Mannschaft, ich habe dir schon mal gesagt, du verwechselst immer mir und mich. Da hat der Klaus gesagt: Trainer, da brauchst du mich nicht sagen. Ich wollte damit sagen, also da ist schon was dran, die Frauen haben Karten gespielt, haben auf uns gewartet. Das war wirklich noch alles familiär, was heute in dem Sportverein nicht mehr der Fall ist. Hat zwar andere Gründe, heute darf man kein Bier mehr trinken am Spiel, nicht mehr fahren und so weiter. Und die Frauen haben heute, ich habe den Kessi und dem Bernhard gesagt vorhin, die führen die Spieler heute in den Amateurklassen auf dem Platz umarmt. Nach Möglichkeit noch so umarmt, was gar nicht mehr standhaft ist. Und sobald der Schlusspfiff kommt, führen sie die auch wieder runter. Also die haben gar keine Chance mehr, die Spieler nach dem Spiel sich irgendwo hinzusetzen. Zum anderen kommt heute eins in der Zeit dazu, dass die beruflichen Ansprüche an die jungen Leute oder an die jungen Ehen oder Familien heute dermaßen hoch sind. Die sehen sich beide die ganze Woche nicht. Die sind also froh, wenn der Mann am Wochenende mal mit denen irgendwo hingeht. Und deswegen kommt so einiges, was früher als selbstverständlich galt, zu kurz eben, meiner Meinung nach. Und das fehlt natürlich in den Vereinen, dieser Zusammenhalt. Da fängt schon an im Verein zu sein, Biergläser spülen wollen die nicht mehr machen. Dann sind immer die sogenannten Ehrenamtlichen, die schon jedes Jahr aufgehört haben, die nichts mehr machen wollen, weil einfach der Nachwuchs alle Dinge im Kopf hat. Das nur dazu, wollte ich dazu kurz vermerken. Hatte ich aber auf der Seele gehabt. Ja, immer raus damit. Und ja, bevor ihr die Augen zufallen, machen wir dann auch gleich Schluss, aber nicht ohne noch ein kleines Kabinettstückchen von unserem Dieter Mietz hier vorzuführen, denn der hat es nicht nur in den Füßen, der hat es auch in den Fingern. Und dann greife ich mal hinter mir, du kannst gleich gerne noch was dazu sagen. Das wird kein olympischer Speerwurf, sondern der wird uns gleich etwas vorführen, wo ich kläglich dran gescheitert bin. Gleich, wenn die Kameras aus sind, kann sich vielleicht der eine oder andere auch daran versuchen, dieses kleine Experiment mal nachzuspielen, dann ist es nicht ganz so peinlich. Aber der Dieter hat mit Sicherheit noch ein paar Ausführungen dazu. Nee, ich will mich also begrenzen hier. Die Zeit. Ich hatte ein Ding fester. Nee, das Ding brauchst du nicht fester. wenn mich einer fragt, Elis, woher haben Sie das denn? Sag ich, wir waren mal 1967 mit unserem damaligen Trainer Udo Lackegger auf einer Südostasienreise. Unter anderem waren wir auch in Tokio. Damals war der Detmar Kramer Trainer in Japan und der Udo Lattek unser Trainer und beide waren Todfeinde. Ist ja bekannt, wer die Geschichten kennt, konnten sich beide nicht leiden. Aber so, dann habe ich gesagt, hat mir ein alter Japaner beigebracht, der ist 104 Jahre alt, den habe ich im Namensspiel kennengelernt. Und ich hatte also 1972, Kessi kennt das ja noch aus meiner Wattenscheider Zeit, hatte ich also die Möglichkeit, wir haben also immer in der Mensa, in dem Olympischen Dorf immer gesessen, linke Seite saßen die Hockeyspieler von Deutschland, davor saßen wir, die Olympiamannschaft Deutschland und die holländischen Judoka. Und die holländischen Judoka hatten einen Mann in ihrer Riege und eine Frau Raska hieß der, Jan Raska, der war mehrfacher Weltmeister im Judo-Schwergewicht. Und Olympiasieger, weiß ich was, in den Jahren zuvor. Und mein Freund, kann ich mit Recht sagen, Uli Hoeneß,
werden die wenigsten wissen, dass ich mit dem Uli Hoeneß ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ich habe den mit 18 Jahren kennengelernt und der hat mit ihm 4 Jahre erlebt im Fußball. Er kam als Jugendnationalspieler in die Amateurnationalmannschaft. Ich war damals schon der Älteste mit 29. Und ich war auch schon mit Mannschaften in den 80er Jahren in München gewesen, da hat er ein gutes Verhältnis mit dem Uli. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und dann sage ich zu Uli, geh du mal hin in die Küche und holst mal einen Schrubber. Also der ist zwar hier kein Schrubber. Und dann gehst du hin zu dem Jan Raska, der ist 2,5 Meter groß gewesen, ein Riesenkerl. Und dann sagst du dem, bei uns in der Mannschaft ist jemand, der kann was, was sie nicht können. So. Und jetzt mache ich das mal vor, was ich dann gemacht habe. Im Nu waren also 200, 300 Sportler umringt, was ich was. Der Uli kam dann mit dem Besen an. Und ich habe mich dann hingestellt, das kann ich auch im Sitzen machen. Muss ich weggehen? Wir haben da keinen Besen gefunden. Ich habe diesen Besen dann, muss mal einer versuchen, so gehalten mit 2 Fingern. Können nur einer, was ich mal in Europa und ich, mit dem Bauch noch gebrügelt. Der Jan Raska, so ein Riesenschrank, was ich was, nahm den Besen. Alles versammelt um uns beide herum, nimmt den Besen und boah, alle gegrölt natürlich. Das war das, aber du hast Kraft, du siehst aus, du hast Wangen gesprochen. Zwischen diesen beiden Fingern, Daumen weglassen aber. Den Daumen weglassen. Ja, ja, ist klar. Nur den Daumen. Nur den Daumen. Warte, ich halte. Aber Daumen weglassen. Ja, Daumen. Also das können wirklich nur ganz wenige, außer der Hartwig Pleidig von Gladbach früher. Der war auch aber du musst ja sagen wir mal, da ist jetzt der Besen nicht dran. Wenn du gestern normal ist der Besen noch dran. Das Gewicht von dem Besen noch. Und dann halt. Ich wollte mich schon mal melden, mal bitten, das aber. Ich ja, aber wie gesagt, wir sind ja ein paar Jahre durch die Gegend gezogen. Überall, wo wir waren, in jeder Kneipe erstmal den Besen raus. Und ich habe noch keinen erlebt, der das geschafft hat. Also ja, da muss ich auch eins zu sagen, ich war auch auf mehreren Afrika-Touren mit der Ländermannschaft. Und unter anderem Ghana und Monrovia. Die Ghanaren haben ja Arme so lang, die können im Stehen Gras pflücken. Und haben solche Arme. Und dann haben die ja, das ist nur das Weiße hier. Und meistens hatten wir ja abends nach dem Spiel entweder beim Konsulat oder bei der Botschaft einen Empfang nach dem Spiel. Und da habe ich diese Dinge vorgemacht. Ich weiß nicht, der Bernd war noch nicht bei mir und der Kessel, aber der Friedhelm Schulte war schon oft bei mir. Ich habe also Geschenke gekriegt, ich habe das vorgemacht. Speere, Trommeln, was ich was, alles mögliche. Das haben die nicht begreifen können, dass ich sowas kann. Ich wollte ja mal Frauenarzt werden, aber meine Frau war dagegen. Ich hätte zu zarte Hände, hat ihr gesagt. Deswegen, aber glaubt mir kein Mensch, aber ist ja. Das nur dazu. Aber das ist wirklich sensationell. Ich habe noch nie erlebt, dass das einer geschafft hat. Ist egal, ob der schmal, breit, dicke Arme hatte. Hat noch keiner geschafft, man muss sich vorstellen, da haben sie schon Probleme mit, aber jetzt muss ich noch den Besen vorstellen, was der Gewicht hat. Das hat noch keiner geschafft. Ist auch Kraft und auch ein bisschen... Kraft und Geschick mit Sicherheit, ne? Genau. Ja, wie wenn du jetzt noch Fußball spielen könntest. Das konnte ich ja noch nie. Ja, klassisches Understatement. Wir haben gerade von Wetten, das geredet und ich muss echt sagen, ich habe heute meine moderative Rolle maßlos aus der Hand gegeben. Ich habe versagt. Fast 4 Stunden habe ich mir das Wort entziehen lassen und konnte nichts dagegen tun. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Wir hatten illustre Gäste da, wir hatten eloquente Gäste, wir hatten Gäste, die viel zu erzählen hatten. Und ich sage nochmal einen Dank an die dritte Runde. Herzlichen Dank, Dieter Mietz, für die weitere Anreise. Herzlichen Dank, Bernd Greger. Und einen riesen Dank auch an Kerstin Klee. Nicht zu vergessen, ein Dankeschön an Dr. Jost Kämpfer, an Manni Klein, an Harry Kübler und an Uwe Ciskale. Ein großes Dankeschön auch an mein Chronikteam. Ein herzliches Dankeschön auch an unseren Kameramann Christian Schipper, der jede Menge Datenvolumen zu verarbeiten hat. Denn diese Show wird es auch im Internet zu sehen geben unter www.nixblickerfilm.de. Wir sehen uns in einer Woche wieder mit einer weiteren Talkrunde in der 09 Chronik. Wer dabei sein möchte, kann sich am kommenden Dienstag wieder um Tickets bewerben. Die Daten dazu veröffentlichen wir auf der Internetseite www.sgwattenscheid09.de, auf unserem Facebook-Portal. Ja, und so langsam geht auch mir die Energie aus. Ich brauche Sauerstoff, ich brauche was zu trinken. Ihr alle auch. Und keine Schleichwerbung. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugeschaut haben, für den langen Atem. Sage Tschüss und auf Wiedersehen.